Dieses Jahr war alles andere als geradlinig. Es ist so viel passiert, was ich mir als Snowboarderin nie erträumt oder auch erwartet hätte. Bei einem Besuch bei meiner Oma konnte ich gemeinsam mit ihr das Jahr noch einmal gedanklich sortieren. Es muss in einem ein Gefühl, eine Sehnsucht stillen, die man erfüllt haben will. Anders gibt es es nicht. Meine Oma war immer schon meine Nummer 1 Supporterin, nicht nur was das Snowboarden betrifft. Sie hat mir mit ihrer Einstellung zum Leben schon voll oft in harten Zeiten weitergeholfen und bleibt für mich immer eine wertvolle Ansprechperson. Also Snowboarden, erinnert dich das schon mal an deine frühere Zeit, Kindheit, Jugend? Ja, das Baumklettern hat mich immer voll mit Freude erfüllt. Also immer das Klettern, eigentlich das Raufkommen und irgendwo runterschauen. Das ist ja bis heute auch ein wesentlicher Bestandteil vom Snowboarden. Ich glaube, es ist auch so viel irgendwie eine Herausforderung halt suchen, oder? Dass man auch für sich selber, dass man sich überwindet und einen Schritt weitergeht und dann dieses Gefühl hat, dass man was geschafft hat, weil man sich überwunden hat. Und so ein bisschen über sich, über den eigenen Schatten drüber ist. Ich bin voll motiviert in die Saison gestartet, aber es war einfach zart. Und anstatt guten Schnee zu finden, bin ich dann auch noch Teil eines erschreckenden Ereignisses geworden. Ich meine, wir machen das alle, wir sind Profis, wir sind ausgebildet, wir machen das mehrere Jahrzehnte, die meisten von uns. Das ist natürlich schön, dass das bei uns immer alles so super leicht und easy ausschaut, nur ist es nicht immer leicht und easy und diese Illusion hat man halt aber in Social Media. Da hat auch keiner gewusst, wie viele da drunter sind. Und dann bin ich halt bei einem da dazukommen und da war halt dieses Mädel drunter, die schon voll ausgekühlt und blau war. Und dann habe ich mich schon gefragt, eben, warum ich das eigentlich alles mache. Wenn du selber runterfährst, denkst du an sowas? Naja, ich mache ja vorhin, probiere ich alles sicher zu machen und mir zu überlegen, was ich tue, wenn irgendwas sich doch bewegt. Immer wieder. Aber dann ist es halt so schön an den guten Tagen, wo alles passt. Das macht das Leben dann so leicht. Auch wenn voll viele schlimme Sachen in der Welt sind, macht einem dann in dem Moment, da füllt man irgendwie die Seele und die Batterien wieder auf, dass man dann arbeiten kann und vielleicht Sachen erreichen kann. Durch Exploristas durfte ich als Role Model sogar dem Vizekanzler Kogler eine Studie zum Thema Gleichberechtigung im Sport überbringen. Wie war denn das bei dir, wo du jung warst, als Frauen und das Frauenbild? Hättest du so einen Sport einfach machen können? Nein. Die Mädels waren glücklich, wenn sie ein Rodel gehabt haben, aber Skifahren sind nur die Burschen. Meine Brüder haben Ski gehabt. Bei uns, wie ich jung war, hat es geheißen, zurück an den Herd, schau, dass du kochen lernst. Kochen und nähen, Hauswirtschaft führen, wenn du heiratest, dass du alles kannst. Obwohl jetzt eigentlich schon so viel Zeit vergangen ist, wo man sagen könnte, es könnte Gleichberechtigung sein. Ich denke mir nur, wenn du anrufst und sagst, nein, ich gehe gerade vom Kanadaler Gletscher weg und das nächste Mal ist der Stubaier Gletscher. Und mein Gott, denk mir, was habe ich versäumt? Und bei solchen Themen fällt mir auf, wie privilegiert ich eigentlich bin. Ich bin die Manuela Mandl, ich bin Snowboarderin auf der Freeride World Tour und wir fahren jetzt gerade zum zweiten Stop der Freeride World Tour in Fieberbronn. Als Wintersportlerinnen müssen wir uns mit der Zukunft unseres Planeten auseinandersetzen. Schließlich sitzen wir alle im gleichen Boot oder halt Zug. Mit Protect Our Winters versuchten wir, unsere Contests so klimafreundlich wie möglich zu erreichen. Wenn jeder
sich überlegt, dass er sehr wohl was machen kann, und wenn es ein kleiner Beitrag ist, dann ist es schon gewonnen. Aber das Leben ist ein Spiel. Und manchmal verliert man öfter, als man gewinnt. Oh mein Gott! Der letzte Bewerb damals in der französischen Schweiz, das habe ich am Handy gesehen. Und man denkt, was denkt sich das Mädel jetzt? Das ist natürlich nicht immer lustig, im Startgate oder so stehen, wenn man weiß, man sollte jetzt runterfahren und nicht hinfallen. Und jetzt war ich da, glaube ich, 4 oder 5 Mal schon dort und habe es nie geschafft, dass ich da irgendwie gescheit fahre. Habe ich es halt tatsächlich gewonnen. Und das ist schon interessant, weil da, wo es mir am wurscht, wo es mir am meisten egal war eigentlich, wo ich aufgeben gehabt habe, wo ich es gar nicht mehr probiert habe, weil ich mir gedacht habe, so, ich mache das jetzt für mich, es ist eh alles egal, dann geht es am besten. Das Glück, das ich in den Bergen spüre, das kann mir echt niemand nehmen. Genau dieses Gefühl soll so vielen Menschen wie möglich zugänglich sein. Und auch wenn der Aufstieg manchmal schwerer und viel komplizierter ist, als ich mir das denke, und das Runterfahren nicht immer rund läuft, ist es doch jeden Moment wert. Die Berge werden für dich immer ein Thema bleiben. Ich wünschte, ich wäre lustiger.